Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ja, am Anfang kein Intro, denn ihr habt ja schon im Titel gesehen, heute geht es um meine Intros. Alle Intros, die ich so hatte, also ich stelle euch halt mal, also nicht alle vor, die ich hatte, sondern die meisten nur. Die meisten, die halt wirklich gut sind. Und ja, dann würde ich sagen, geht's auch schon los mit dem ersten. Und zwar ist das mein, ich weiß gar nicht, ich glaube mein zweites gewesen oder so. Auf jeden Fall ist das richtig geil. Ihr seht das jetzt mal, das war das gelbe, wo Chaos HD stand. Das war mein erstes 3D-Intro, war auch ein Template. Und ja, das seht ihr jetzt mal ganz kurz und bis gleich. So, okay, das nächste ist ein blaues Shockwave-Intro. Ja, da hatte ich, das war auch ein Template, also ich habe mir die meisten eigentlich, die meisten sind ja Templates gewesen bei mir. Und ja, ich fand das eigentlich ganz cool, das hatte ich halt nicht so oft. Das habe ich ein paar Mal nur benutzt. Ich weiß nicht, ich glaube nur in zwei Videos oder so war das drin. Und ja, das seht ihr jetzt mal kurz. Ja, okay, das nächste war dann das Skywars Jump League Intro, was ich, glaube ich, nur einmal benutzt habe, also richtig unnötig eigentlich, war auch ein Template. Die Shockwaves musste ich dann halt extra einfügen bei einem Bearbeitungsprogramm und das habe ich auch nur einmal benutzt, deswegen ist das jetzt ein bisschen irrelevant, aber ja, seht jetzt mal selbst. You can't take it back, no. Okay, das nächste und das wahrscheinlich bekannteste auf meinem Kanal, was ich auch am längsten benutzt habe bis jetzt, ist das Rollen-Intro, also diese Rolle, die die Farbe wechselt und dann diese Partikel kommen. Ich glaube, das dürften die meisten kennen und ja, das seht ihr jetzt mal kurz. Okay, und als vorletztes, also ihr denkt wahrscheinlich jetzt, das ist das letzte, aber am Ende kommt noch eine kleine Überraschung. Das, was ich zurzeit benutze, das von Blank. Ja, dieses blaue Intro mit den Shockwaves, mit den zwei Stück. Also wenn ihr aktiv seid und nicht meine alten Videos guckt, sondern meine eher neueren, dann wisst ihr, welches das ist. Und ja, aber jetzt, Leute, ja, erstmal seht ihr das jetzt kurz. So, das letzte für heute, ihr werdet euch jetzt denken, ja, du hattest doch bis da, also danach gar kein neues Intro. Doch, habe ich jetzt und ja, es kam so, weil mein alter Designer war ja Sharks, der Nico, und ja, der hat mir gesagt, weil der macht halt jetzt noch Intros und hat so, ja, hat so gemeint, weil ich ihm immer Kommentare schreibe unter seinen Intros, hat er gemeint, ja, weil du so aktiv bist, habe ich dir auch ein Intro gemacht und das hat er auch gestern hochgeladen. Und ja, ist auf jeden Fall ganz nice. Könnt ihr euch jetzt mal kurz ziehen. Okay, das war's auch schon mit dem kleinen Video. Ich wollte einfach mal meine ganzen Intros so ein bisschen zusammenfassen in eins, also die ganzen guten. Ich habe leider zurzeit nicht, also ich habe jetzt zurzeit nicht so viel Zeit, um richtig lange Videos zu machen. Zum Beispiel das logische Talent ist ja am Samstag auch ausgefallen. Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir machen das jede Woche Samstag. Dieses Mal ist es ausgefallen, weil ich halt lernen musste und auch Livestreams gemacht habe. Und wir konnten das einfach nicht so auf die Schnelle organisieren und wir schreiben auch diese Woche noch viele Schulaufgaben und so. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit, deswegen sind die Videos ein bisschen kürzer. Aber trotzdem, also ja, dieses Video jetzt nochmal.
heute. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.